Hallöchen Muchachos, hier sind wieder eure Losers, ich bin der Deko und wir heißen euch herzlich willkommen zu einem weiteren Loser Skin Spotlight. Bei uns kriegt ihr alle aktuellen Änderungen natürlich immer so schnell es geht. Wir haben hier für euch die Prehistoric Anivia für 750 RP oder auch einfach prähistorische Anivia auf gut Deutsch. Dann haben wir noch den Standard Anivia Skin, der wird gespielt von Mabossa. Hallöchen Muchachos! Und natürlich haben wir unseren Rudolf auch am Start. Der ganze Kram kostet 750 RP, also können wir natürlich nicht zu viel erwarten von den Fähigkeiten her, von den Änderungen her. Aber ich muss sagen, dieser Skin sieht einfach mal richtig geil aus. Ich weiß nicht genau, wie diese komische Flugsaurier da heißen, aber Flugsaurus. Er ist richtig Flugsaurus Grandus. Ich finde den, er sieht richtig cool aus. Ich finde sogar, es ist mit einer der besten 750 RP Skins, die ich kenne. Wir fangen an und zwar mit dem Taunt. Da haben wir es, das sieht alles gleich aus. Der Joke. Erinnert ein bisschen an Anivia, ne? An Asia. Ja. Asia hat auch den Tauben-Joke. Und dann kommen wir zum Dance. Waka, waka, waka. Oh yeah. Und die Lache. Läuft, da hat sich nichts geändert. Wie schon erwartet, kommen wir zu den Skills. Als erstes der Q. Der sieht, wie Sie sehen, komplett gleich aus. Genauso wie die Mauer. Auch dasselbe. Und der E. Der E. Der E. Der E, du fickgesichtige Madel. So, und jetzt noch die Ulti dazu. Da sehen wir es. So sieht das Ganze aus. Also auch keine Unterschiede. Das ist natürlich klar bei einem 57 RP Skin. Aber ich finde, das Thema ist eigentlich so geil, da hätte man auch einen teureren Skin draus machen können. Und dann die Skills und die Fähigkeiten alles anpassen können. Wir kommen zur Backport Animation. Anivia hat keine. Das heißt, die können wir auch direkt abbrechen. Und jetzt zeige ich euch noch die Passive. Denn es ist kein ganz typischer 57 AP-Skin, wie wir gleich sehen werden. Denn es wurde doch eine Fähigkeit geändert und angepasst. Da habt ihr's, Muchachos. So sehen die beiden Eier aus. Wir sehen, wir haben ein Dinosaurier-Eck. Da guckt jemand raus schon, das Küken, das gleich hüpfen wird. Also die Pässe von Anivia ist an das Seam angepasst. Ich würde sagen, jetzt kannst du mich umbringen, mein Bosser. Ja, gerne. Dann haben wir alles durch. Also Prehistoric Anivia, 750 RP. Also richtig günstig. Ich finde den Skin richtig gut. Rito hätte sich dafür nicht auch ein bisschen mehr machen können. Hätte ein bisschen sich mehr anstrengen können. Und einfach einen teureren Skin machen können, weil einfach das Thema, finde ich, so geil ist. Muchachos, das war das Loser Skin Spotlight. Prehistoric Anivia. Daumen nach oben und Reingau. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao.